Die Videospiel-Konnoisseure unter euch haben es sicher sofort erkannt. Mein Thumbnail zu diesem Video ist von Mario inspiriert. Was haben jetzt Videospiele mit Vermögensaufbau zu tun? Natürlich nicht viel, aber die Mechanismen von Videospielen kann man sich auch bei seinem Vermögensaufbau auf dem Weg zur finanziellen Freiheit zunutze machen. Level für Level kämpft man sich bei Mario voran. Man kann nicht aufhören und möchte es immer zum nächsten Level schaffen. Es macht Spaß. Zumindest den meisten, und mit jedem aufgestiegenen Level freut man sich über seinen Erfolg. Also warum nicht auf Gamification beim Vermögensaufbau setzen? Level für Level zur finanziellen Freiheit. Ich mache mir diese Motivationsmechanik schon länger zunutze. Mein nächstes Level, was ich persönlich erreichen möchte, sind 5.000 Euro Jahresdividende. Aktuell bin ich bei 4.422 Euro in meiner Prognose. Solche Dividendenprognosen könnt ihr übrigens entweder mit einer eigenen Excel machen, meine Vorlage dafür ist unten verlinkt, oder mit DiviDiary, auch dazu ein Link unten. Aber zurück zu meinem Leveling. Der große Vorteil ist, dass man sich so auf dem Weg zur finanziellen Freiheit viele kleine Ziele setzen kann, die einen auf dem Weg zusätzlich motivieren. Die Reise bis zur finanziellen Freiheit, wenn also alle Kosten aus passivem Einkommen bezahlt werden können, ist lang. In der Regel wird es sogar Jahrzehnte dauern. Wie könnten die verschiedenen Level zur finanziellen Freiheit aussehen und wie trägt man sowas am besten? Ich habe euch hier wieder im Stile von Mario eine beispielhafte Levelaufstellung mitgebracht. Es geht los bei Level 1 und endet bei Level 30. Ich habe ein paar Beispiellevel schon ausgefüllt, aber natürlich könnt ihr das komplett individuell für euch anpassen. Mehr oder weniger Level, detailliertere oder doch andere Ziele, das steht euch natürlich vollkommen frei. Es geht rein um die Mechanik. Vom ersten Aktienkauf über die erste Dividende, 100.000 Euro Vermögen oder später sogar 12.000 Euro Jahresdividende bis zur ersten Million. Ihr könnt euch ganz individuelle, passend zu eurer Strategie, Ziele je Level setzen. Wie nutzt ihr diese Mechanik jetzt im Alltag? Ich persönlich mache es so, dass ich einmal pro Monat mein Vermögen mit meiner eigenen Excel tracke. Dort trage ich den aktuellen Stand meiner aktuellen Assets ein, also zum Beispiel die verschiedenen Depots und auch meinen Cash-Bestand. Wer möchte, kann ja auch Immobilien, Uhren, Oldtimer, Krypto oder irgendwelche anderen Vermögensgegenstände eintragen. Außerdem werden in einem anderen Tabellenblatt die erhaltenen Nettodividenden eingetragen. Die werden dann automatisch in diese Vermögensübersicht gezogen. So habe ich jeden Monat eine Art Monatsabschluss, wo ich meinen aktuellen Vermögensstand, meine Dividenden und natürlich auch den Total Return sehe. Das mache ich übrigens seit 2018. Am Anfang habe ich aber händisch die Daten bis Anfang 2016 nachträglich eingetragen. Ich habe also mittlerweile Daten von rund 7 Jahren in dieser Excel. Wer sich eine ähnliche Tabelle bauen möchte, kann meine Vorlage für Google Sheets, ist ja quasi die kostenlose Excel-Alternative, unten für 25 Euro erwerben. Diese Vermögensübersicht und auch die Levelziele, die man in den letzten Jahren bereits erreicht hat, motivieren ungemein und es hilft, die richtige Perspektive einzunehmen aus meiner Sicht. Anstatt sich auf den täglichen Depotstand zu fokussieren, wird man sich bewusst, was man die letzten Jahre bereits erreicht hat und fokussiert sich auf die nächsten Level. Je kleiner man die Level schneidet, desto mehr Dopamin bekommt man beim Vermögensaufbau ausgeschüttet. Für mich persönlich sind 30 Level ausreichend, später erreicht man aber so auch mal maximal ein oder gar kein Ziel in einem Jahr. Wer mehr Erfolgserlebnisse möchte, kann sich auch zum Beispiel einfach 100 Level vorbereiten, das steht euch vollkommen frei. Natürlich kann man neben Depot und Vermögen auch andere Ziele hinzufügen, Gehalt zum Beispiel oder auch Sportziele, zum Beispiel endlich 10 Kilometer am Stück zu laufen, einen Marathon zu laufen oder die 5 Kilometer in unter 25 Minuten. Oder vielleicht sogar das Ziel, einen Partner fürs Leben zu finden, Kinder zu bekommen, alles ist möglich. Natürlich ist das Leben kein Computerspiel, aber manchmal ist es ganz schlau, sich selbst ein wenig auszutricksen. Kommentiert doch gerne mal unten, ob ihr eine ähnliche Mechanik bereits nutzt oder ob ihr es spannend für euch persönlich findet.
Ihr wisst ja, Computerspiele, manche machen auf jeden Fall ein wenig süchtig. World of Warcraft, Mario vielleicht auch, aber vielleicht nicht so krass wie World of Warcraft. Und vielleicht ist es ganz schlau, sich so eine kleine Suchtmechanik, die Gamification mitbringt, einfach auch für seinen Vermögensaufbau zunutze machen. Anstatt seinen Zwergenpaladin auf Level 60 zu leveln, levelt man lieber sein eigenes Leben auf Level 60. Natürlich ist das hier alles keine Anlageberatung von mir, sondern nur meine persönliche Meinung. Wer noch mehr über Level 10, dass man die 100.000 Euro Vermögen erfahren möchte, sollte sich nochmal mein Video ansehen, wo ich zeige, wie man als Angestellter 100.000 Euro Vermögen aufbaut. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das war's auf jeden Fall für heute. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, immer rational handeln.